Heulst du gerade? Du bist voll das Mädchen. Heulst du? Jede Familie hat eine Geschichte. Und diese Geschichte ist immer ein Teil von dir. Wenn ich mich entschließe, diese Ranch Brady zu vermachen, dann tue ich das. Krasse Kiste, Mr. Leary. Er gehört dir. Warum kannst du dich nicht für deinen Bruder freuen? Der da ist nicht mein Bruder. Brian! Der denkt zwar, du seist ein Gottesgeschenk, aber du bist gar keins. Was will der denn hier draußen? Uns ausspionieren. Ich finde, es reicht jetzt. Wenn sich die Dinge nicht von alleine regeln, dann müssen wir nachhelfen. Und komm bloß nicht zurück, Brady. Hörst du mich? Als Kind habe ich gelernt, dass man Gott nicht in Frage stellt. Aber wenn man sich in einem Viehtransport wiederfindet und 500 Meilen quer durchs Land gekarrt wird, dann fragt man sich schon, wo ist Gott? Sie arbeiten gerne für meinen Mann? Wieso sind nicht alle Männer wie Sie? Hören Sie, hier wird sich rein gar nichts abspielen. Er hat mich angegriffen und wollte mich vergewaltigen! Das stimmt nicht, ich schwöre es! Entschuldigung. Ich bin unschuldig. Du bist verbittert? Oder du vertraust dich Jesus an und machst was draus aus dem ganzen Mist? Oh, ich bin unschuldig. Lass mich jetzt fliegen! Wache! Was habe ich denn überhaupt getan? Ich würde gern hören, was du geträumt hast, okay? Manchmal werde ich davon wach. Ich habe echt gute Nachrichten für dich. Anfang Oktober, da kannst du gehen. Der Bruder zu meiner Linken hat mir prophezeit, dass es so kommen wird. Was heißt denn prophezeit, dass es so kommen wird? Wir bilden uns gerne ein, dass wir ganz genau wissen, wie die Dinge laufen sollen. Aber wir können es nicht wissen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.